Schauspieler und Berühmtheiten sind auch nur Menschen, die sich hin und wieder verlieben und wenn es dann passiert, dann eben in ihren Kollegen oder Kollegin am Set. Heute 5 Schauspieler, die am Set zusammengekommen sind. Vampirliebe. Als Robert Pattinson und Kristen Stewart zusammenkamen, explodierte fast das Internet. You're actually you're dating her, is that? Am I right about that? I've been so kind of cryptically avoiding this question. Mit über 27 Millionen Google-Hits sind die beiden wohl das gehypteste Celebrity-Pärchen gewesen. Wieso gewesen? Tja, 2012 passierte es. Kristen ging Robert fremd. Mit wem? Mit ihrem Regisseur Rupert Sanders, der selber verheiratet war und Vater von 2 Kindern ist. Als das rauskam, entschuldigte sich Kristen öffentlich vor allem bei ihrem Ex Robert. Autsch! Freundliche Spinne von nebenan. Die Frage der Fragen. Kommt Spider-Man nun mit seiner Nachbarin Mary Jane zusammen oder seiner Studentenkollegin Gwen Stacy? Anscheinend wurde es Gwen. Nachdem Emma Stone und Andrew Garfield Seite an Seite in Spider-Man ihr Ding durchgezogen haben, musste es passieren. Die Spinne verlor ihr Herz an Emma. In einem Interview sagte er, die Aufnahmen waren wild und sehr aufregend. Ich konnte einfach nicht anders als bei ihr zu sein und sie nicht gehen lassen. Süßer Boy, unser Andrew, auch wenn ich Tobey Maguire viel mehr mag. Pizza time. Deadpool kann leben? Kurz nachdem sich Ryan Reynolds und Blake Lively am Set von The Green Lantern kennenlernten, schossen die Funken wie verrückt. I think we both know that's not true. Es dauerte nicht lange, bis sie sich schließlich das Ja-Wort gaben und das alles, obwohl beide zur Zeit ihres Kennenlernens was mit anderen Hollywood-Superstars am Laufen hatten, die Schlawiner. Blake zum Beispiel war seit 2 Jahren mit Gossip Girls-Star Pam Badgley zusammen, davor datete sie Leonardo DiCaprio. Schlimmer bei Ryan, denn er war sogar mit Scarlett Johansson zu der Zeit verheiratet. Mann, oh Mann, solange sie glücklich sind. Keine Beziehung zweier Stars läuft verrückter und eigenartiger ab als die von Shia LaBeouf und Maya Goth. Beide lernten sich am Set des Erotikfilms Nymphomaniac Volume 2 kennen, warum auch immer Shia LaBeouf da mitspielt, wo seine jetzige Frau Mia die Rolle P spielte. Seitdem führen die beiden die komischste Beziehung überhaupt. Öffentliche Kämpfe gegeneinander, Schlussmachungen, wo es nur geht und noch viel mehr. Erst vorletzten Sommer haben sie sich in einer Las Vegas Kapelle für 700 US-Dollar das Ja-Wort gegeben, während das ganze Event live gestreamt wurde. Agenten im Liebestrubel. Nach ihrem Dreh bei Mr. und Mrs. Smith flogen die Funken nur so durch die Gegend. 10 Jahre Partnerschaft mit darauf folgenden 3-jähriger Heirat machten Angelina Jolie und Brad Pitt zum Hollywood-Traumpaar schlechthin. Leider trennten sie sich vor einiger Zeit aufgrund ihrer Differenzen und ja, ist echt sad. Jetzt wird es deep. Menschen kommen und gehen. Doch wenn ihr eure Liebe gefunden habt, haltet an ihr fest und lasst nicht los. Wenn es sein muss, kämpft darum so gut ihr könnt. In diesem Sinne, vergesst nicht zu abonnieren und nichts weiter zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin damit raus. Das war euer Love-Guru, Film Blast.